Die ukrainischen Truppen setzen ihren Vormarsch in der Region um die Stadt Charkiw fort. Nach übereinstimmenden Meldungen stehen sie kurz vor der Stadt Lysychansk. An der Front kommt es immer wieder zu heftigen Artilleriegefechten. Viele Einwohner, die bis jetzt durchgehalten haben, gehen nun doch auf die Flucht. In dieser Woche haben unsere Soldaten 767 Quadratkilometer Gelände zurückerobert in Gebieten im Osten, in denen Russland sein Pseudo-Referendum abgehalten hat. Darunter 29 Städte und Ortschaften, 6 davon in der Region Luhansk. Insgesamt wurden über 2400 Quadratkilometer und 96 Städte und Ortschaften seit Beginn der Offensive zurückerobert. Russland kritisierte die Aussagen des ukrainischen Präsidenten zu einem Präventivschlag. Das Land fordere Nuklearangriffe geradezu heraus, so Moskau. Selenskyj hat den Westen aufgerufen, Präventivschläge auszuführen. Damit hat er wieder einmal den Beweis erbracht, wie gefährlich das Regime in Kiew ist, das mit der von uns gestarteten Spezialoperation neutralisiert werden soll. Am Morgen gab es Meldungen über eine Explosion auf der Krimbrücke, die von der Halbinsel Krim zur Halbinsel Taman führt. Zuverlässige Angaben über die Ursache oder über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.